Brote vom Leib! Es klappt! Die Mongolen-Schiffe brennen! Nicht nachlassen! Roro muss ihnen entkommen! Schützen auf dem Strand. Nicht zögern, Roro. Noch mehr Schiffe. Durchhalten, Goro. Wir schaffen, Goro. Holt Hilfe beim Shogun. Geschafft. Ich wusste es. Ihr beweist, dass man Mongolen aufhalten kann. Ihr lehrtet mich den Kampf. Ich darf euch nicht enttäuschen. Das habt ihr noch nie. Ich bin stolz auf den Krieger, den Mann, der ihr nun seid. Was alles? Die Nachricht an den Shogun enthielt eine Ankündigung. Ich wünsche euch offiziell als Sohn zu adoptieren. Onkel. In meinem Herzen wart ihr stets Erbe meines Vermächtnisses. Wenn der Krieg endet, machen wir es offiziell. Eines Tages sieht unser Volk seinen Anführer. Ein kleines Kätzchen. Ihr werdet sein ehrenhafter Jito. Gestützt durch die ganze Macht des Shoguns. Ich hoffe, ich diene ihm so gut wie ihr. Das werdet ihr. Wir müssen fertig sein, bis die Verstärkung des Shoguns kommt. Kann er nicht einfach wieder... Achso, ja, sofort. Und rekrutiert die Menschen von Yarikara. Wir werden sehen, wie verlässlich eure Freundin ist. Ich suche Yuna auf und hole meine Rüstung aus dem zurück. Wenn ihr sofort bereit seid, trefft mich in unserem Lager in Kuh. Dann werden wir Kotun-Kan meine Burg entreißen. Und unsere Heimat retten. Als Vater und Sohn. Der Shogun persönlich wird unseren Sieg feiern. Wir werden uns bald wiedersehen. Und wie weit bist du, Mut? Bis dahin. Ja. Schon weit bestimmt, aber. Ja, ich hab. Wie so Shake gemacht, habe ich kurz mit meinem Cousin gechattet, lag hier, hab einen Clip abgeloadet und bis mit meinem Cousin gelabert noch. Der sagt auch, nicht jedes Mal, aber manchmal auch über andere Sachen so, weißt du. Ja, ich habe mit denen heute geredet, was der gemacht hat und so und keine Ahnung, über alles reden, über Frauen, Hacken, alles halt. gut, super. Also läuft besser. Der kriegt auch Kohle wieder und der hat ja zwei Kanäle. Und dieser andere, also den, wo der hier hat als Blackie, den da hat er, der läuft super auch. Ja. Also geht wieder bergauf. Da muss ich jetzt halt dann die Richtlinien halten von diesem scheiß YouTube, hier Google, YouTube und so. Ja. Ja, weil der einmal irgendwas gemacht hat, haben die den. Ja. Der hatte, ey, weißt du, wie viele Abonnenten der hatte, Bro? Der hatte 70.000 Abonnenten, jetzt hat er 50 wieder, also über 50 jetzt. Mhm. Und jetzt läuft ihm wieder, also jetzt läuft's wieder hoch. Ja, klar. Nur wegen YouTube hat ihn gebumst, weil er so ein paar Videos gemacht hat, irgendwie, keine Ahnung. Und die haben gesagt, ja, das geht so nicht, bla bla und so.
Ich habe sogar für den gespielt hier. Von Tekken zum Beispiel hat er auch Videos gemacht. Bruce Irwin Evolution von Tekken 1 bis Tekken Tag 2, weißt du. Da habe ich Naja. alles. Seid gegrüßt. Jin, da bist du ja. Claire? Was tun diese Menschen vor der Stadtmauer? Die Mongolen umzingeln Yarikawa. Niemand kommt hinein. Fürst Shimuras alte Rivalen zu gewinnen, war von vornherein schwer. Doch jetzt. Jetzt brauchen auch sie Verbündete. Denk mal nach. Wir helfen ihnen gegen die Mongolen und sie helfen uns. Ich brauche ihr Wort, bevor ich für sie kämpfe. Doch wir kommen nicht einmal in ihre Stadt. Doch, das geht. Durch den geheimen Eingang. Damals waren wir Kinder. Selbst wenn es ihn noch gibt, kommen wir nicht ran. Versuchen wir es. Ich weiß, von wo wir einen Weg zur Umgehung ausspähen können. Die Mauern von Yarikawa. Yarikawa. Seltsam, nach all den Jahren wieder hier zu sein. Überall kommen Erinnerungen zurück. Dann sieh nicht so viel an. Wart ihr hier, als die Yarikawa-Rebellion begann? Nein. Wir gingen Jahre zuvor, als Kinder. Machten eure Eltern euch weg? So in der Art. Das klingt nicht gut. Ja, warte. Alles sauber. Hier lang. Das will ich nicht sehen. Haben Schlimmeres gesehen. Das war unsere Heimat. Früher oder später kommen wir alle nach Hause, wo die Vergangenheit wartet. Unser Zuhause. Umzingelt vom Feind. Yarikawa hat keine Chance. Yuna, wo ist der geheime Eingang? Siehst du den Fluss an der Stadtmauer? Bring uns dorthin. Ich mache den Rest. An der Armee kommen wir nicht vorbei. Und was, wenn wir den Eingang finden und die Mongolen uns sehen? Wir verurteilen die Stadt zum Tod. Taka, ich habe eurer Schmiedekunst vertraut. Jetzt müsst ihr mir vertrauen. Ja, mein Herr. Ich weiß nicht, wie wir es zum Fluss schaffen sollen. Wir finden einen Weg. Gegen so viele Mongolen sind die Mauern machtlos. Die Asaume-Bucht ist gefallen. Yarikawa wird es auch. Ich kenne diese Leute. Sie ziehen den Tod der Sklaverei vor. Wir könnten die Mongolen angreifen und sie weglocken. Bitte. Nein. Taka hat recht. Zu riskant. Der Eingang war immer dort drüben, hinter dem weißen Baum. Hoffentlich haben die Mongolen ihn nicht entdeckt. Wir müssen nur einen Weg durchs Lager finden. Sobald wir im Wasser sind, sollten wir den Eingang leicht finden können, ohne entdeckt zu werden. Das ist unser Plan? Durch ein riesengroßes Mongolenlager schleichen und hoffen, dass der geheime Eingang aus unserer Kindheit noch immer da ist? Bleibt bei mir, Taka. Verlasst euch drauf. Gehen wir. Ich riskiere tatsächlich mein Leben, um in dieses Loch zurückzukommen. Das war deine Idee. Ich muss mich vor deinem Onkel beweisen. Und Geleit von dieser Insel verdienen. Ich mochte es hier. Du warst zu jung, um zu wissen, wie es wirklich war. Yarikawa ist ein hässlicher Ort für ein Mädchen, das bettelarm ist. Seid ihr deswegen gegangen? Nein. Ich habe uns Ärger eingebracht. Du konntest nichts dafür. Thank you.
Sicher, dass das eine gute Idee ist? Seid fluchtbereit. Sumoda! Zum Nasen, Madranjan! Hol! Gehen wir. Ich riskiere tatsächlich mein Leben, um in dieses Loch zurückzukommen. Das war deine Idee. Ich muss mich vor deinem Onkel beweisen. Und Geleit von dieser Insel verdienen. Ich mochte es hier. Du warst zu jung, um zu wissen, wie es wirklich war. Yarikawa ist ein hässlicher Ort. Deswegen gegangen. Ich habe uns Ärger eingebrockt. Du konntest nichts dafür. Sicher, dass das eine gute Idee ist? Seid fluchtbereit. Einfach Jin zum Fluss. Früher fingen wir hier Libellen. Stimmt's? Und machten sie zum Kämpfen. Wir taten so, als wäre einer ein Yarikawa-Samurai. Die andere, ein Shimura-Samurai. Und Shimura verlor immer. Interessante Wahl. Er ist noch da. Sie haben wohl deshalb so lange durchgehalten. Deine Heimatstadt. Wer seid ihr? Wie seid ihr reingekommen? Mein Bruder und ich sind hier geboren. Haben die Mongolen euch gesehen? Nein. Wir sind hier, um ihre Belagerung zu brechen. Sagt mir zuerst, welchem toten Samurai ihr die Ausrüstung gestohlen habt. Er ist kein Dieb. Er ist der Geist. Der Geist? Ich bringe euch zu Uchimasa. Aber gebt Acht, hier ist jeder bewaffnet. Los, sagt es dem Statthalter! Wird gemacht! Uchimasa? Das ist der Name von Fürst Yarikawas jüngstem Sohn. Doch mein Onkel zerschlug ihren Clan, als er sie besiegte. Die Familie regelt hier noch immer alles. Inoffiziell. Dein Onkel hat eine Rebellion beendet und dafür gesorgt, dass eine Generation den Shimura-Clan hasst. Die Mongolen überqueren die Brücke! Ihr drei! Mir nach. Und bleib dicht dran. Was ist hier los? Passiert was am Haupttor? Das klingt nicht gut. Das ist Ihr Anführer. Werden wir etwa angreifen? Finden wir raus, was Sie wollen. Armament, Bürger von Yarikawa. Ich bin Temuge, Anführer dieses Kriegstrupps. Ich lernte eure Sprache, um euch eine Zukunft anzubieten. Öffnet eure Tore, bevor mein Lager die schwarze Flagge hisst und euch wird große Gnade zuteil. Weigert euch und euch widerfährt schreckliches Leid. Trefft eure Wahl.
Yarikawa. Sie gehen. Los jetzt. Wenn Yarikawa sich ergibt, bekommt Fürst Shimura keine Armee. Keine Sorge. Die sind zu stur, sich zu ergeben. Wenn sie es nicht tun, gibt es ein Blutbad. Sie brauchen meinen Onkel so sehr wie er sie. Nur gemeinsam haben wir eine Chance gegen die Eindringlinge. Die Leute hier erinnern sich ungern an Fürst Shimura. Wenn Yarikawa überleben will, muss es die Vergangenheit loslassen. Leichter gesagt als getan. Uchimasa weiß, dass ihr hier seid. Geht ihr vor. Ich schaue nach dem Schwertschmied. Fürst Sakai. Uchimasa Yarikawa. Dass Fürst Shimuras Neffe hinter dem Geist steckt, hätte ich wirklich niemals gedacht. Seid lieber vorsichtig, sonst bestraft er euch. Egal, die Synchronstimme kenne ich auch von den Typen. Für die Rebellion gegen euren Jito. Gerne. Das ist Jahre her. Wir alle haben jetzt größere Sorgen. Wer ist das? Eure Dienerin? Ich stamme von... Doch ihr helft dem Shimura-Clan. Nein, ich kämpfe für Fürst Sakai. Für den Geist. Wir können helfen, die Belagerung zu brechen. Dafür erbittet Fürst Shimura eure Hilfe. Die Mongolen wollen das Festland erobern. Sie werden bald abziehen. Und Yarikawa wird überleben. So wie immer. Das hätte besser laufen können. Suchen wir Taka. Uchimasa ist ein Narr. Er kann überzeugt werden. Die ganze Insel brennt. Und Yarikawa als nächstes. Wenn ihn das nicht überzeugt, was dann? Taka hat diesen Schwertschmied täglich besucht. Wenn er Metall übrig hatte, ließ er meinen Bruder so tun, als würde er Schwerter schmieden. Kannte dich der Schwertschmied noch? Shinsuke ist verstorben. Es ist sein Sohn. Wie lief es? Uchimasa glaubt, sie könnten die Belagerung aussitzen. Laut dem Schmied sind die besten Bogenschützen gegen die Mongolen losgezogen. Gegen Uchimasas Befehl. Sie sind seit Tagen vermisst. Wenn wir sie finden, helfen sie uns womöglich gegen die Mongolen. Das könnte auch die Stadt überzeugen. Such mich bitte in Alt-Yarikawa auf. Dort suchen wir nach ihm. Und zeigen Yarikawa, wie man sich wehrt. Die Mauern von Yarikawa. No, deine Legende wächst. Der rachsüchtige Wächter. Interessant. Talisman der unbemerkten. Was? Atempause. Wochenbaum stellen deine Gesundheit wieder her. Boah, geil. Ja. Shinsukes Sohn hat den Stein noch. Mit dem du deine Schwerter geschmiedet hast? Er ist so klein.